So Leute, jetzt geht's ab nach Stuttgart mit dem Zug. Wer die Verkehrssituation in Stuttgart kennt, der weiß sicherlich, warum ich die Bahn gewählt habe. Stuttgart ist echt ein massives Stauloch, echt krass. Und Parkplatzsituation ist auch nicht viel besser. Weil Stuttgart ist in einem Kessel. Das heißt, es gibt eine begrenzte Fläche nur, in der Straßen gebaut werden können, in der gebaut werden kann. Und eine Platzbegrenzung ist für bekanntlich auch sehr gut für die Preisentwicklung, für den Immobilienmarkt. Also die Preise steigen gerade sehr stark an. Und in Stuttgart geht einiges voran. Stuttgart 21, wer es gehört hat, die bauen jetzt die Bahngleise unterirdisch. Und ja, mal gucken, was da so geht die nächsten Jahre. Wir sehen uns gleich in der Stadt. Die haben auf jeden Fall ganz schön fette Maschinen am Start und das Block ist auch schon ganz schön groß. Das ist nicht das Einzige. Patrick wollte ich ja auch noch interviewen. Patrick, wie wird man eigentlich Pilot? Als erstes sollte man fliegen gehen, ein paar Flugstunden nehmen. Flugschule. Einfach zur Flugschule gehen, fliegen. Ja, also wenn du jetzt Berufspilot werden willst, dann musst du natürlich eine sehr langwierige Ausbildung durchlaufen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Privatpilotenlizenz machen willst, dann kannst du zu einer Flugschule gehen. Und da ein paar Flugstunden nehmen. Was kann man fliegen als Privatpilot alles? Da kannst du echt eine ganze Menge fliegen, aber mit so einer Privatpilotenlizenz kannst du so eine kleine Cessna fliegen mit zwei Sitzen oder mit so einem Viersitzer. Okay. Kannst du eigentlich dich ganz Deutschland rumchatten. Okay. Ich bin das mal nach Sylt geflogen. Okay. So eine kleine Maschine. Das macht echt Laune. Ich bin von Berlin gestartet, fliegst eine Stunde, bist auf Sylt, gehst da Kaffeekuchen essen und dann fliegst du wieder zurück. Also. Und du bist selber geflogen? Ich habe das damals in Verbindung mit so einem Checkflug gemacht. Okay. Ja. Und wie viel kostet das dann so, Landegebühren und Parkplatz und ja, so? Ja, du musst erstmal eine Maschine chartern und da zahlst du so vielleicht von bis, kommt auch so auf das Modell drauf, aber vielleicht so 150, 200 Euro. Dann ist aber auch schon. Pro Stunde oder für den kompletten? Für eine Stunde. Okay. Aber wenn du das dir so zusammenrechnest, vier Leute, teilst es dann durch vier, machst du schon, fliegst du zwei Stunden, dann ist es vielleicht für jeden so 100 Euro. Machst du noch dazu oder schon dabei? Kommt drauf an, welches, ob du so ein, ob du das Wet charterst, dann ist es halt mit Sprit oder ohne Sprit. Aber das ist nicht viel. Das ist nicht so teuer wie beim Auto. Okay. Und Landegebühr auf so kleinen Flugplätzen. Das ist echt, okay. Also wenn man Pilot werden will, einfach ein paar Flugstunden nehmen. Das ist einfacher gesagt, ja. Alles klar. Dann wer Fragen hat, der kann sich gerne an Patrick wenden. Genau. Du antwortest, denke ich, alles. Oder auf seinem Blog gibt es auch Infos. Ja, genau. Wie werde ich Pilot? Auf pilotpatrick.com gibt es die Infos. Alles klar. Dann macht's gut. Ciao. Are you listening? Damn.